du ja schon, du Liebe. Es ist einfach so schön, wenn ich Besuch von dir bekomme. Du, und schau, schau diese Schürze, die hat eine Freundin mir geschickt. Und weißt du, ich war jetzt mal wo eingeladen in so einer Gruppe. Und da hatte ich wirklich, da habe ich so gespürt, ich bin ein Fremdkörper. Und ich passe dort überhaupt nicht dazu. Und dann wollte ich irgendwelche Späße machen und ein bisschen mitreden. Dann haben sie gar nicht zugehört. Und dann ist mir ganz eng geworden und ganz unangenehm ist mir geworden. Und dann habe ich mir da, das kenne ich doch von irgendwo, dieses Gefühl, ich gehöre nicht dazu. Ich bin ein Fremdkörper und niemand will mit mir reden. Aber Gott sei Dank ist das eigentlich nur selten, weil ich habe viele gute Freundinnen und Freunde. Manchmal denke ich mir, Dile, du bist verrückt. Du kannst doch gar nicht so viele Freundschaften haben und pflegen und diese lieben Leute regelmäßig treffen oder mit ihnen was unternehmen. Aber ich kann. Und wenn ich sie nur einmal im Jahr treffe oder wir uns hin und wieder schreiben oder die beste Freundin, die treffe ich einmal in der Woche. Und das ist einfach so gesund. Und ja, ich weiß schon, ja, im Facebook, da hat man dann gleich mal 200 Freunde, oder? Oder heißt das dann anders? Friends, Followers oder so. Vielleicht ist das dann wirklich zu viel. Ich habe irgendwas gelesen, dass es nicht mehr als 120 sein können. Aber das ist jetzt ja wirklich viel. 120 habe ich nicht. Aber ich bin so froh um jede Freundschaft. Und weißt du, man kann ja auch verschiedene Dinge unternehmen. Der eine Freund, der will vielleicht nicht wandern. Und die andere Freundin, die mag vielleicht nicht im Kaffeehaus sitzen mit dir. Oder dann gibt es wieder welche, mit denen möchtest du gern Filme anschauen oder Fotos anschauen oder gemeinsam ins Schwimmbad gehen oder in den Zoo. Und dann gibt es auch wieder Freundinnen, mit denen möchtest du einfach nur ein bisschen Smalltalk reden und ein bisschen Sekt trinken. Und mit anderen, da willst du vielleicht wieder Probleme analysieren. Das können Freundinnen richtig gut, manche. Und ich muss es ganz ehrlich auch dir sagen, da sparst du auch eine Menge Geld. Weil wenn du jetzt in eine psychologische Beratung gehst oder zu einem Psychiater oder in Therapie, das kostet richtig viel Geld. Also das kannst du natürlich machen. Aber möglicherweise bei kleineren Schwierigkeiten, Problemen oder Alltagsgeschichten, da ist so ein Gespräch mit einer Freundin Gold wert. Und weißt du, ich bin ja auch bereit, auch zuzuhören, auch wenn ich jetzt, wenn du da bist, tue ich immer sehr viel reden. Ich weiß eh, ich rede sehr viel. Aber ich kann auch richtig zuhören. Kann ich auch. Habe ich auch drauf. Und das ist einfach so gut und so gesund. Und wir sind keine Einsiedlerkrebse. Zeitweise schon. Aber also, wenn du viele Freundinnen hast, und das hast du, du hast viele Freundinnen, das ist ein großes Geschenk. Und da kannst du jeden Tag dankbar sein für die vielen Freundinnen. Mit manchen kannst du vielleicht so richtig lachen oder tanzen gehen oder auch mal schimpfen oder mal
die Kinder betreuen lassen oder dir die Tiere. Das ist alles möglich. Das ist alles möglich. Und mach dir keine Sorgen, wenn es zu viele sind. Nein, zu viele können es gar nicht sein. Also ich sage immer, danke, danke. Danke für die Freundinnen. Und danke für meine Nichten und Neffen. Und danke für deinen Besuch. Und noch ein dickes Bussi. Tschüss. Das geht wahrscheinlich nie mehr wieder ab.